Der Zustand des russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny hat sich offenbar weiter verschlechtert. Seinem Arzt zufolge könnte der 44-Jährige kurz vor dem Tod stehen. Jaroslav Aschikmin warnte, die Testergebnisse, die er von Nawalnys Familie erhalten hatte, deuteten auf einen möglichen Herzinfarkt und Nierenversagen hin. Nawalny hatte aus Protest gegen seine Inhaftierung vor 3 Wochen einen Hungerstreik begonnen. Ihm droht nun die Zwangsernährung. Nach Meinung der russischen Behörden hat der Gefangene ausreichend Zugang zu medizinischer Versorgung. Der 44-Jährige klagte zuletzt über Rückenleiden, Lähmungserscheinungen in den Gliedmaßen, Fieber und Husten. Seine Familie und Anwälte zeigten sich besorgt. Nawalny sitzt derzeit eine 2,5-jährige Haftstrafe in einem Gefangenenlager ab. Er ist der bekannteste und einflussreichste Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin.